So. Starten wir mal gleich im Spiel. Finde ich einen schönen Samstagabend. Morgen ist der heilige Abend. Bei 11 Grad plus fühlt sich an wie Frühling. Ja, ich war ja heute auf dem Weihnachtsmarkt mit meinem Vater. Wir haben lecker Grünkohl gegessen. Der ist aber auch teurer geworden. 8 Euro zahlt man jetzt schon dafür. Aber war wie immer sehr köstlich. Und dann war noch ein Stand, wo ich schon letztes Jahr dort war. Mit dem Brot, wo sie halt so dieses Brot backen. Wo halt, ich habe das halt für Käse Schinken gegönnt. Für 7 Euro. War aber so Handbreite, Länge. Mit Creme Fraiche drauf. Das war auch sehr lecker. War die Vorspeise nach dem Hauptgang. Dann waren wir noch an der Landsberger Allee beim Weihnachtsmarkt. Google sagte mir, die machen 13 Uhr auf. Dann waren wir da, die Hälfte war noch zu. Ich dachte so, okay. Da war ich schon so ein bisschen launisch, echt ein bisschen schlecht gelaunt. So, dann sind ja dann noch so eine Platten gewesen, so als Gehweg. Dass unter den Platten übelst viel Wasser ist und sobald du mich drauf tretest, nassen Schuh bekommst, hat mir gar keiner gesagt. Dann bin ich auf so eine Platte raufgetrampelt, wo denn darunter übelst viel Wasser war. War mein ganzer Schuh natürlich nass gewesen. Somit war dann wettertechnisch für mich der Weihnachtsmarkt nicht mehr so schön. Und dann hatten wir beide gar keinen Bock mehr darauf. Aber der am Alex, der war toll, traditionell, hat mir auf jeden Fall gefallen. Und ich hab mir dann natürlich auch die ganzen Preise angeguckt und ach, das ist einfach nicht mehr normal. Beispiel gab es da so eine Pfanne mit Garnelen. 14 Euro. Ich glaube, ich bin irgendwo ganz schön falsch, dachte ich mir. Einfach so 14 Euro. Was war jetzt dieses Quadrat unter mir? Ich wüsste es nicht. So, ich habe auch schon für meine Brieffreundin das Paket fast fertig vom Inhalt. Habe heute noch den Rest ein bisschen verpackt. Schleifenbänder und Katze. Ach, das war so interessant für die Katze. Der kam immer wieder an, wo ich ein Schleifenband hatte. Egal, wo ich was verpackt hatte, er wusste, wo er was findet. Dann wird morgen noch von meinem Just Legends Kalender noch die 24 dann ausgepackt, noch gezeigt. Ich bin ja so, ich bin halt so, dass ich halt durchhalte und nicht schon eher irgendwas öffne. Das würde ich nicht, das mache ich nicht. Nö. Und vom 24 vom Inhalt, das ist halt wieder eine große Dose. Da geht eine davon an meine Brieffreundin, weil mir reicht auf jeden Fall eine. Weil ich glaube, vom Geschmack her werde ich ja morgen, ich werde es morgen sehen, irgendwas war gewesen. Auf jeden Fall ein weihnachtlicher Geschmack, aber ich glaube, das war nicht so meins. Ich glaube, irgendwas mit Glühwein, glaube ich. Weil ich hatte ja den Spoiler gesehen. In YouTube gibt es da welche, die machen das schon eher auf. Finde ich super. Und da habe ich das irgendwo schon gesehen, dass es, glaube ich, glühweinmäßig ist. Und ich bin ja schon so kein Glühweintrinker, ne? Also schmeckt mir halt nicht. Und dann noch als das, muss ich mal morgen probieren. Jeden Fall kann ich diese Yasu Dragon Food von Just Legend sehr gut empfehlen. Ich habe mir gestern noch die große
Packung noch bestellt. Hab ja mit dem Kreuzworträtsel-Code habe ich 8 € gespart. Ja, somit habe ich bald die große Packung, weil das Prüppchen war lecker. Hat mir geschmeckt. Von daher ist es neben der, ich habe ja noch Waldbeere als Geschmack, ist es denn mein zweiter Favorit. Also ich habe jetzt zwei Favoriten. Ich habe, oh mein Gott, ich habe es geschafft. Also Waldbeere und Yuzu Dragonfruit sind bis jetzt meine Favoriten. Alter, ich muss verschwinden, die verfolgt mich. Geht gar nicht. Ja, und auf jeden Fall habe ich gestern nach dem Ziehen, habe ich noch ewig gezockt. Ich habe gar kein Ende mehr gefunden, weil ich war immer so, ich will gewinnen, dann nochmal gewinnen. Was mache ich? Ich verliere, verliere, gewinne, verliere. Und irgendwann dachte ich so, ich kann nicht mehr. Ich bin müde, bin durch. Dann habe ich das sein gelassen. Aber kennt ihr das? Ihr wollt immer spielen, immer irgendwie wollt ihr auch gewinnen und denkt so, nächste Runde, ja, schafft man das trotzdem nicht und dann noch eine Runde und noch eine Runde. Ja, es war auch gar kein Ende in Sicht. Ja, nächste Woche werde ich halt mal wieder einen Tag im Experian gehen. So irgendwie wieder Bock drauf. An krassen Hightech-PCs zu zocken und das Spiel auf Englisch zu genießen, weil die Spiele sind ja da auch drauf. An den PCs, aber alles auf Englisch. Das triggert mich so ein bisschen, aber ich kann mir nebenbei noch YouTube anmachen. Dann gibt man zum Beispiel Radio, Anime-Radio ein und dann kommt halt so Nightcore-Radio und Lieder. Aber richtig cool. Das denkt ein bisschen denn ab von dem englisch sprechenden League of Legends. Aber ich habe da sogar mit FPS, weiß ich nicht, 500 oder sowas gezockt. Habe ich auch an der Grafik gesehen. Die war heftig. Wenn ich jetzt zurückgehe, bekomme ich wieder Mana. Wenn ich jetzt hier bleibe, sterbe ich eventuell. Ich entscheide mich für die zweite Variante. Aber irgendwie, ich komme ja ohne Mana auch nicht richtig weit. Ich glaube, ich zurück. Ich kanalisiere. Vielleicht komme ich heute noch mal im White Rift Live. Mal gucken. Da bin ich schon bei Stufe 8 beim Hosentaschen-Event. Das heißt, sobald es nur 20 Stufen hat. Finde ich voll witzig.
Aber das interessiert mich nicht so, weil den Champ, um den es da geht, interessiert mich halt nicht. Deswegen habe ich auch nicht so viel dafür gepaid. Ich war sparsam. Schaffe ich jetzt den Turm noch mit den Minions? Also wenn jetzt kein Feind kommt, eventuell. Nein. Schaffe ich nicht. Dachte schon, da kommt ein Gegner, aber das ist mein Mitspieler. Gott sei Dank. Geh zurück. Ich habe ein bisschen Gold. Ich kann einkaufen. Was Valhalla Maker wird zum. Oh Gott. New Six. Ah. Interessanter Name. Ich muss erstmal aufladen. So. Jetzt. Valhalla Maker ist nicht oft. Der Name ist echt witzig. Ich gehe mal auch in die Mitte, mal gucken, was mich da so erwartet. Da ist ein Gegner. Schurke. Ah, meine Katze ist auf dem Kleiderständer. Super. Nee, Wäscheständer, nicht Kleiderständer, egal. Gut, ich habe endlich mal Ruhe. Oh, Gott sei Dank.
Ich könnte auch wieder in meiner Lane gehen, aber irgendwie weiß ich nicht. Mann, der bleibt doch ja nicht stehen. Ich gehe immer freiwillig. Alter, wie habe ich denn das gemacht? Ich weiß es nicht. Was lerne ich aus dem Spiel? Ich spiele das Spiel, glaube ich, immer nur, wenn ich ausgeschlafen bin und nicht so halb müde bin. Und ich bin trotzdem gestorben. Oh, los. Kann man sich besser konzentrieren. Wenn man genug Energie getrunken hat. Weil dann kannst du dich besser fokussieren. In dem, was du tust. Ich brauche die Katzen an, denn die Katze ist ja gerade am Pennen. Schaffe ich den? Nee. War jetzt nicht so gut, ne? Aber ich wollte den Turm haben.
Nein, ich bin gleich wieder gestorben. Aber der ist gut geschwächt. Bahalamaka ist was auch immer. Der Name ist echt krass. Klingt so karibisch. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Runde gut läuft. Obwohl ich nicht viel dazu beigetragen habe. Komme ich jetzt so spät zum Finale? Ich hoffe nicht. Ist ja unfair, ein 3 gegen 1. Ganz doll unfair.
habe schon wieder übelst viel Gold. Oh, ich weiß nicht, was ich tue. Ich wollte das W drücken, aber irgendwie dumm gelaufen. Oh mein Gott. Ich habe Ash getroffen. Cool. Und der hat mich getroffen. Egal. Und wir haben es geschafft. Ich habe keine Ahnung, was hier Phase ist, aber kein Plan. Ich bekomme eine Kapsel. Juhu. Bevor ich nochmal spiele, ich habe eine Kapsel bekommen, die packe ich jetzt erstmal aus. Wurde jetzt erstmal ausgepackt und man bekommt das und das. Im Besitz habe ich schon, also hier. Habe ich schon. Ich brauche die Essenzen für hier, Dings hier. Irelia oder sowas. Habe ich noch nicht. Das Mädchen, was ein Pferd ist. Und jetzt habe ich, glaube ich, oh, gegönnt. Jetzt habe ich, glaube ich, so viele blaue Essenzen, dass es geht.
Nee, Lilie oder sowas. Heißt sie Lilie? Nee. Hier, Lilia, genau. Den Champ brauche ich. Den habe ich noch ja nicht. Falls ich mal irgendwie doch im Dschungel landen sollte, dann wüsste ich wenigstens, dass ich die alte habe. Wollen wir mal. Ah, ich muss dann noch die auf freischalten. Nächsten Monat, wenn ich wieder ein bisschen Bares hier oben habe. Shanghai. Oh Gott, nee, Shanghai. Shanghai, genau. Auch nicht schlecht. Was kostet der Spaß? Ja. Was kostet der Spaß? Okay. Ach, die ist gerade im. Nee. Hier, die habe ich im White Rift. Okay, werde ich mir auf jeden Fall die wahrscheinlich dann gönnen. Aber erst nächsten Monat. Jetzt nicht. Also Ende Dezember. Weil was bringt mir das hier freizuschalten, wenn ich sie eh gerade nicht spiele? Na, nimmt ja einer nicht an. Ja.
Oh ne, meine Kopfhörer sind ja schon verheddert. Hä? Ah, ich starte von oben nach unten. Das mag ich eigentlich gar nicht, aber dann ist es so. Ja, was nimmt der Gegner jetzt? Ich bin gespannt. Okay, als... Okay. Narren haben kein Glück mit mir. Na gut. Okay. Wir alle den Banner haben. Denselben sogar.
Teufelchen Timmy. Nee, Timo, ich weiß. Er sieht aus wie Sandama, so ein Pokémon. Ich gehe lieber nicht so weit nach vorne, ich kenne mich ja. Hier irgendwo Wasserfall. Ich hasse es, von oben nach unten zu spielen. Okay, ich gehe auch zurück. Nicht übermütig.
Ich habe keine Mana mehr. Shit. Ich gehe auf jeden Fall zurück. Oh nee, Englisch ist nicht so mein Ding. Sorry. So viel an englischen Text. Was ist da noch? Nee. Nee, sieht mir jetzt bestimmt nicht durch. Ich glaube, ich gehe zurück zur Base.
Die kriegen so wie Hühner, diese Viecher. Das klingt wie so ein Huhn, glaube ich. Hört man irgendwelche Hühnergeräusche? Oh, falscher Gegner. Da bin ich jetzt nicht hin.
Alter, da ist ein Turm. Da ist auch noch ein Turm. Oh nein. Ich gehe einfach so mitten random so in den Turm rein. Oh. Meine Katze ist wach. Ja. Alter, die Katze. Ja, wie geht's? Du hast mein Handy runtergeschmissen, Digga. Da schmeißt du einfach mein Handy runter, ich lobe dich. Eieieiei.
Na, das schafft man nicht mehr. Na gut, ich komme gleich nochmal live. Ich will mal hier die Sache hier klären. Also bis gleich.